Rahmen eines militärischen Festaktes in der Martin-Kaserne in Eisenstadt erfolgte die Kommandoübergabe beim Militärkommando Burgenland. Brigadier Magister Gernot Gasser wurde zum neuen Militärkommandanten bestellt. Landeshauptmann Hans Niesel und Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil gratulierten dem neuen Kommandanten zur Bestellung und bedankten sich beim scheidenden Militärkommandanten Generalleutnant Magister Johann Luif für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Burgenland den Insignientrupp des Militärkommandos, eine Ehrenformation der Garde sowie Abordnungen des Militärkommandos Burgenland, der Heerestruppenschule zur feierlichen Kommandoübergabe angetreten. Dankeschön. Thank you.
Mit der Bestellung von Generalleutnant Magister Johann Nuif zum Leiter der Generalstabsdirektion in der Zentralstelle am 1. September 2017, zu der wir ihm herzlich gratulieren, muss der Posten des Militärkommandanten des Burgenlandes neu ausgeschrieben werden. Oberst des Generalstabes, Magister Gernot Gasser, war seit dem 1. Juni 2016 mit der Führung des Militärkommandos betraut und wurde mit 1. November 2017 von Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Magister Hans-Peter Doskozil, zum neuen Militärkommandanten des Burgenlandes bestellt. Zur offiziellen Kommandoübergabe beim Militärkommando Burgenland am heutigen Tag nehmen eine Ehrenformation der Garde, Abordnungen der Heerestruppenschule, des Truppenübungsplatzes Burgneudorf, des Jägerbataillons 19, des Jägerbataillon 1 und des Militärkommandos Burgenland teil. Kommandant der ausgerückten Truppe ist der Leiter der Stabsarbeit beim Militärkommando Burgenland, Oberst Raimund Wranner. Umrahmt wird der Festakt durch die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland unter der Leitung von Kapellmeister Oberst Hans Mirtl. Es folgt nun ein Musikstück, eine festliche Fanfare, die dem scheidenden Militärkommandanten Generalleutnant Magister Johann Nuif gewidmet ist, der sogenannten Nuif-Fanfare, und danach die Ansprache des scheidenden Militärkommandanten. Genau auf den Tag vor 3 Jahren habe ich meinen Arbeitsplatz hier in der Martinskaserne Eisenstadt verlassen. Sie können mir glauben, es war damals nicht meine Absicht. Und ich habe es auch nicht erahnt, dass ich niemals wieder auf diesen Arbeitsplatz zurückkehren werde. Umso mehr freut es mich, auch wenn es vielleicht ein bisschen befremdend aussehen mag, dass ich nach 3 Jahren hier doch noch die Gelegenheit habe, mich von meinen Mitarbeitern und von den vielen Persönlichkeiten des Landes Burgenlandes, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, verabschieden zu dürfen. Und vor allem durfte ich mehr als zehn Jahre, auch wirklich Kommandant des Militärkommandos Burgenlandes sein. Das war für mich eine große Ehre, eine besondere Auszeichnung, in dem Bundesland Militärkommandant sein zu dürfen, in dem ich lebe, in dem ich viele Leute kenne und in dem ich
mich wirklich wohlfühle. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe das Militärkommando Burgenland, es lebe die Republik Österreich. Dieser Fanfare des Musikstücks an den neuen Militärkommandanten erfolgen. Ich bitte die Korporäle Watson Philipp und Korporal Kuchler Christian vorzutreten. Natürlich wollen wir das Musikstück nun auch hören. Es ist eine Uraufführung. Herr Kapellmeister, ich darf bitten. Generalleutnant Magister Johann Nuif und Brigadier Magister Gernot Gasser vorzutreten. Der Kommandant der Landstreitkräfte, Generalleutnant Magister Franz Reisner, wird nun die Kommandoübergabe durchführen. Zeichen des Militärkommandos Burgenland mit herzlichen Dank für deine ausgezeichnete Führungsleitung über mehr als 10 Jahre und für dein prägendes, motivierendes und herausragendes Wirken zurück. Danke dir ganz herzlich und bitte dich in deiner neuen Funktion als Generalstabsdirektor immer auf die Aspekte der Truppe zu achten und die Truppe zu fördern. Danke dir. Danke dir. Ja, Brigadier, übergebe mir das Feldzeichen des Militärkommandos Burgenland. Und bitte dich, so wie du den Dienst als Militärkommandant begonnen hast, ihn weiterzuführen im Sinne deines Vorgängers
und stets unter Achtung des Rechtsstaates und der Menschenrechte. Danke dir. General, ich danke für das Vertrauen und es ist mir eine große Ehre, diese Funktion übernehmen zu dürfen. Fahnentrupp, eintreten! 1985 stand der EF-Zugsführer Gernot Gasser vor dem imposanten Gebäude der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, um die dreitägige Aufnahmeprüfung für die Offizierslaufbahn zu absolvieren. Am Ende des ersten Tages war für mich der Plan, Offizier zu werden, bereits begraben. Mein Großvater hat mich abgeholt, voller Stolz und voller Hoffnung. Die habe ich dann deutlich reduzieren müssen nach den Erfahrungen des ersten Prüfungstages. Letztendlich hat es widerwartens für mich mehr als gereicht. 32 Jahre später stehe ich hier in der Martinskaserne in Eisenstadt und werde persönlich von meinem Bundesminister zum Militärkommandanten ernannt und zum Brigadier befördert. Da ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es macht mir einfach nur stolz und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Wir hatten am Samstag hier in Eisenstadt, im Eisenstädter Dom, die Feierlichkeiten unseres Landespatrons, dem heiligen Martin. Und der geladene Weihbischof von Salzburg hat ein Zitat bei seiner Predigt verwendet, das ich mir kurz ausleihen möchte. Er hat gesagt, blicke dankbar rückwärts, liebend seitwärts, gläubig aufwärts und mutig vorwärts. Ich blicke mehr als dankbar rückwärts auf meinen beruflichen Werdegang. Ich hatte die Ehre und das Privileg, vielen großartigen Kommandanten dienen zu dürfen. Viele unter ihnen sind solche Kommandanten. Der allererste war der jetzige Kommandant der Theresianischen Militärakademie, Generalmajor Bronhagel, der mein erster Ausbilder im Rahmen der Offiziersausbildung war, gefolgt vom Oberst Fritz, heute Kommandant des Truppenübungsplatzes Allensteig, also mein Bataillonskommandant, der heutige Generalleutnant Luif als Militärkommandant Burgenland. Herr Generalleutnant, herzlichen Dank für deine herzlichen Worte. Ich gratuliere dir mit vollem Respekt und Hochachtung zu deiner Beförderung und wünsche dir wirklich alles Gute für diese herausfordernde Aufgabe, die du im Ministerium übernommen hast. Und last but not least war es auch Brigadier Safran Müller im Ministerium als Abteilungsleiter der Personalführungsabteilung. Viele Kameraden des Generalstabslehrganges, die auch heute anwesend sind, Kameraden, die in anderen Dienststellen, in anderen Funktionen gemeinsam mit mir gearbeitet haben. All diese haben Anteil daran, dass ich mein Profil als Soldat und Offizier schärfen konnte, dass ich gelernt habe, mich entwickelt habe. Neben Disziplin, Durchhaltevermögen und Konsequenz gehört aber für all das ein riesiges Quäntchen Soldatenglück und Glück generell dazu. Und es gab doch einige Situationen in meinem Leben, wo ich, glaube ich, Heerscharen von Schutzengeln verbraucht habe, um also unbeschadet aus diversesten Situationen wieder hervorzugehen. Ich betrachte mich daher rückblickend wirklich als Glückskind des Schicksals und erfüllt mich mit riesiger Dankbarkeit. Ich blicke aber auch dankbar rückwärts auf meinen privaten Lebensweg, weil den Offizier Gernot Gasser und den Mensch Gernot Gasser kann man nicht trennen. Ich blicke dankbar zurück auf viele wertvolle Begegnungen, viele Freunde, Weggefährten, die meinen Weg gekreuzt oder nach wie vor meinen Weg begleiten, die mich berührt haben, bereichert haben, inspiriert haben, die mir beigestanden sind, meinen Horizont, neuen Denkungsrichtungen mitgegeben haben, neue Sichtweisen und vor allem, die mir dabei geholfen haben, meine Intuition zu stärken. Ich bin der Überzeugung, dass der Mensch am meisten von Menschen lernt
Und danke euch allen. Ihr habt wesentlich dazu beigetragen, den Menschen Gernot Gasser zu formen. Ich blicke liebend seitwärts. Viel von dem, was ich heute bin, verdanke ich meiner Familie. Zuallererst meinen Eltern und meinem Großvater. Die haben eine Ehrenloge heute im Himmel. Ich danke meinen Tanten, die heute da sind. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. All ihr habt dazu beigetragen, dass ich eine glückliche Kindheit habe, eine umsorgte Kindheit, eine geborgene Kindheit, und nichts mehr kann sich ein Kind wünschen oder ein heranwachsender Jugendlicher als das. Besonders verbunden fühle ich mich nach wie vor mit meinem Großvater. Der war mein Mentor, hat mich in allen Lebensbereichen unterstützt. Bin mir nicht sicher, ob ich ohne ihn Offizier geworden wäre, bin mir auch nicht sicher, ob ich ohne ihn überhaupt die Matura geschafft hätte. Besonders verbunden bin ich mit meinen Geschwistern. Ihr bedeutet mir sehr viel, und als Ältester kann ich sagen, ich bin sehr stolz auf euch. Wer von so vielen Menschen so viel Gutes bekommt, kann nur demütig und dankbar sein. Ich blicke auch gläubig aufwärts. Ja, ich glaube, und bekanntlicherweise kann der Glaube auch Berge versetzen, und ich beabsichtige, Berge zu versetzen, im privaten wie auch im beruflichen Sinne. Als Soldat blicke ich mutig vorwärts aus mehreren Gründen. Erstens habe ich einen großartigen und spannenden Beruf. Ich habe gelernt, und es erfüllt mich mit Stolz, dass es Verteidigungsminister gibt, die sich mit uns, Offizieren, Unteroffizieren, Soldaten, aber auch zivilen Mitarbeiterinnen des Verteidigungsressorts persönlich identifizieren, die uns verstehen, die unsere Bedürfnisse und Sorgen verstehen und sich in ihren politischen Möglichkeiten voll und ganz für uns einsetzen. Herzlichen Dank, Herr Bundesminister Magister Doskozil. Du hast, wie der Herr General schon unterstrichen hat, dem Bundesheer ein neues Image gegeben, du hast die Trendwende eingeleitet, du hast uns allen, die wir für die Sicherheit der Bevölkerung, der Burgenländer und Burgenländerinnen täglich arbeiten, die Wertschätzung und Anerkennung wiedergegeben, die ich glaube und von der ich überzeugt bin, dass wir sie auch verdienen. Ich gratuliere dir, Herr Verteidigungsminister, und bedanke mich auch im Namen aller Soldaten des Burgenlandes für deine Leistung. Du hast wirklich Großartiges geleistet. Als Militärkommandant blicke ich auch mutig vorwärts, denn wir wissen uns, wir Soldaten wissen uns der hundertprozentigen Unterstützung der Landespolitik sicher. Der Herr General hat es schon angemerkt. Ich denke, dass wir hier auch in einer besonderen Stellung sind. Auch in diesem Bereich hat das Bundesburgenland eine besondere Stellung. Ich glaube, dass in keinem Bundesland die Politik so sehr das Bundesheer unterstützt wie hier im Burgenland. Das gilt für den Herrn Landeshauptmann und für die gesamte Landesregierung. Daher herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann, für deine Unterstützung. Wir wissen aber auch die Medien und die Bevölkerung hinter uns. Wir haben durch den jahrzehntelangen Assistenzeinsatz viel, viel für die Sicherheit des Bundeslandes geleistet und für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Und wir bekommen das täglich in Form von Anerkennung und Wertschätzung zurück. Ich blicke auch mutig vorwärts, weil wir gemeinsam mit der Polizei, in Assistenz der Polizei, täglich 24 Stunden die Grenze überwachen, um eine kontrollierte Migration sicherzustellen. Es ist eine Freude und besondere Ehre, gemeinsam mit der Polizei auf der Basis des Vertrauens, der Wertschätzung und der Professionalität diese Arbeit täglich tun zu dürfen. Herzlichen Dank, Herr Landespolizeidirektor.
blicke auch deswegen mutig vorwärts, weil wir hier im Burgenland, wir Kommandanten im Burgenland und sind schon alle genannt worden, Brigadier Baranei, Oberst Erkinger, Oberst Neuhold und Oberst Kopitsch, wir hier in enger Verbundenheit Freunde sind, Kommandanten sind und gemeinsam mit aller Kraft für das Bundesheer arbeiten und gemeinsam mit aller Kraft die Reform, die der Herr Bundesminister eingeleitet hat, auch umzusetzen, gedenken mit voller Kraft und jeder, der weiß, wie sehr wir hier ans Werk gehen, kann sich dessen sicher sein. Die Aufgabe des Militärkommandanten ist eine großartige Aufgabe. Ich führe das Militärkommando ja schon seit Juni letzten Jahres. Ich weiß, dass es eine unheimlich erfüllende Aufgabe ist. Es ist natürlich eine anstrengende Aufgabe, aber es gab keinen Tag, wo ich nicht mit einem Lächeln hier in diese Kaserne gefahren bin. Ich habe allen Grund, mutig vorwärts zu blicken und dankbar zu sein. Ich habe einen hervorragenden Stellvertreter, Oberst Rahner, der heute hier das Kommando führt. Ich habe ein großartiges Team, die hier angetreten sind von Offizieren, Unteroffizieren und zivilen Mitarbeitern. Tolle Soldaten. Ihr alle, danke für eure Arbeit. Es macht mich unheimlich stolz, euer Kommandant sein zu dürfen. Ich danke allen für das Vertrauen, für die Unterstützung, insbesondere den Herrn Bundesminister und den Herrn Landeshauptmann, dass ich diese Funktion begleiten darf. Es lebe das Militärkommando Burgenland, es lebe das österreichische Bundesheer. Eine große Ehre und auch Freude, bei dieser Kommandoübergabe dabei sein zu dürfen. Und es hat im Burgenland eine jahrzehntelange Tradition, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen der Politik, der Landespolitik einerseits und unseren Sicherheitskräften im Land andererseits gibt. Und es ist diese Zusammenarbeit,
auch von meinen Vorgängern in der Landespolitik immer wieder gepflegt worden. Und mein unmittelbarer Vorgänger Karl Stix hat zu mir auch anlässlich der Übernahme der Funktion des Landeshauptmannes gesagt, wir machen auch gemeinsam die Vorstellungsgespräche bei den Sicherheitskräften. Ich war schon zu dieser Zeit auch immer wieder mit ihm mit dabei, um diese Kontakte möglichst rasch knüpfen zu können. Und ich glaube, dass diese guten Kontakte zwischen der Landespolitik und allen Sicherheitskräften des Burgenlandes auch das Fundament dafür sind, dass das Burgenland das sicherste Bundesland in unserem Heimatland Österreich ist. Lieber Herr Generalleutnant, ich darf dir persönlich und im Namen der burgenländischen Landesregierung Dank, Respekt und Anerkennung aussprechen für deine Leistungen als Militärkommandant im Burgenland. Es war eine sehr, sehr gute und für das Burgenland auch gewinnbringende Zusammenarbeit. Ich wünsche dir für deine neue Aufgabe alles, alles Gute. Danke für deine Bemühungen fürs Burgenland. Mein zweiter Dank gilt aber auch unserem Verteidigungsminister. Hans-Peter Doskozil ist knapp 2 Jahre, steht er an der Spitze des österreichischen Bundesheers, ist der politisch Verantwortliche. Und ich freue mich wirklich als Landeshauptmann des Burgenlandes und natürlich als Freund des Verteidigungsministers, dass er in 2 Jahren wirklich viel bewegen konnte. Herr Minister, danke für deine Tätigkeit, Freundingen, du hast auf die Bundesländer geschaut, du hast auf das Burgenland geschaut, du bist kein Zentralist, sondern du setzt auf dezentrale Strukturen und du hast dem Bundesheer neue Impulse gegeben und eine Trendumkehr herbeigeführt. Danke für dein Engagement. Ja, und ich darf natürlich sehr, sehr herzlich Brigadier Gernot Gasser gratulieren. Ich gratuliere dir, Herr Militärkommandant, zu deiner Beförderung als Brigadier. Und ich weiß, und wir haben das gehört, dass du ein Offizier bist mit großem Engagement, dass du jetzt ja schon in der Vergangenheit und auch aktuell einige wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr positive Eigenschaften besitzt. Nämlich einerseits das Militärkommando Burgenland mit großem Engagement, mit großer Kompetenz, mit großem Herz, aber auch Menschlichkeit zu führen. Und diese Charaktereigenschaften, glaube ich, sind ganz, ganz wichtig, wenn man an der Spitze einer derartig wichtigen Organisation wie dem österreichischen Bundesheer steht. Der zweite Punkt ist, dass du mit allen Einsatzorganisationen hervorragend kooperierst, dass es hier eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gibt. Wir haben bereits Sicherheitsgipfel im Land durchgeführt, wo alle Einsatzorganisationen mit dabei sind. Wir durften hier in der Martin-Kaserne Gast sein. Und genau da spürt man den Willen zum Miteinander, diesen erfolgreichen burgenländischen Weg des Miteinanders auch im Sicherheitsbereich weiterzugehen. Und der dritte Punkt ist auch die Zusammenarbeit mit der burgenländischen Landespolitik. Auch das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich unsere Einsatzorganisationen entsprechend unterstützen wollen, weil wir kooperieren wollen, weil wir ein wichtiges Ziel haben, unser gemeinsames Ziel, nämlich das Burgenland weiterhin zum sichersten Bundesland in Österreich zu gestalten. Hier Beiträge auch von Seiten des Landes zu liefern, dort wo wir zuständig sind, dort wo wir auch die Aufgaben übernommen haben. Und diese Zusammenarbeit, da bin ich mir ganz sicher, wird mit dem neuen Militärkommandanten des Burgenlandes, Brigadier Gernot Gasser, auch weiter fortgesetzt werden. Ich darf dir zu dieser Bestellung durch den Herrn Bundesminister sehr, sehr herzlich gratulieren. Ich darf dir aus Landessicht natürlich diese Zusammenarbeit anbieten und ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden für ein sicheres Burgenland und das österreichische Bundesheer auch in Zukunft benötigen beim Assistenzeinsatz, natürlich auch bei eventuellen Katastropheneinsätzen, bei Auslandseinsätzen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, viel Erfolg im Sinne der burgenländischen Bevölkerung.
darf vielleicht auch, wie meine Vorredner, mit den persönlichen Bemerkungen beginnen. Es war das Militärkommando Burgenland, wo ich die ersten Eindrücke über die Eindrücke eines Grundwehrdieners hinaus in das österreichische Bundesheer bekam, als Mitarbeiter der damaligen Sicherheitsdirektion, einerseits wie es um den Assistenzeinsatz gegangen ist und ganz besonders als Landespolizeidirektor, wie die Situation 2015 im September in Nickelsdorf zu bewältigen war. Und ich habe damals gesehen, insbesondere in Nickelsdorf, welche Qualität und hohe Professionalität und wie froh wir als Exekutive damals waren, dass wir seitens des österreichischen Bundesheeres unterstützt wurden. Es war in weiterer Folge der damalige Bundeskanzler Werner Faymann, der mir persönlich eigentlich das Geschenk machte, das österreichische Bundesheer als Minister führen zu können, in einer Situation, wo wir große Herausforderungen hatten, in sicherheitspolitischer Hinsicht, in einer Situation, wo es auch intern im Ressort große Diskussionen darüber gab, wie wollen wir uns weiterentwickeln und wie ist eigentlich der Zustand des österreichischen Bundesheeres. Und wenn ich mich jetzt diese letzten eineinhalb, fast zwei Jahre zurückerinnere und diese ganzen Tage und Diskussionen Revue passieren lasse, dann war aus meiner Sicht das Wichtigste, ganz abgesehen davon, von unserer Positionierung, unserer neuen Positionierung in sicherheitspolitischer Hinsicht, in den Verbänden, in den spezialisierten Einheiten, sich zu spezialisieren, in den regionalen Strukturen, in den Ländern, sich durch die Militärkommanden auch zu professionalisieren, hier entsprechende Aufgabenfelder hierher zu legen, die auch vor Ort berechtigterweise und richtigerweise zu erledigen sind. So war es aber immer in all diesen Situationen das Wesentlichste und Wichtigste, dass hier das Personal in allen Ebenen, in allen Bereichen und natürlich auch die Führungskräfte des Hauses davon überzeugt waren, dass das der richtige Weg ist, der hier eingeschlagen wurde und alle an einem Strang gezogen haben. Man kann nämlich nicht in Wien sitzen und Entscheidungen treffen und dann nicht Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise nicht von den Mitarbeitern mitgetragen werden, dann würde das bedeuten, dass sich hier eine Organisation nicht richtig entwickelt. Und dafür möchte ich mich heute wirklich auch bedanken, dass es gelungen ist, nicht nur in Wien, sondern auch über alle Bundesländer hinweg, in alle Einheiten hinein, zu allen Soldaten, zu den Grundwehrdienern, auch zu den Milizangehörigen hier eine Stimmung zu erzeugen, die davon getragen war, dass alle davon überzeugt waren, dass der Weg, den wir einschlagen, der richtige ist und dass der im Sinne des österreichischen Bundesheeres, aber auch im Sinne der österreichischen Bevölkerung und im Interesse der Sicherheit Österreichs gewesen ist. Und ich glaube, dass es die richtige und die richtigste Entscheidung war, Gernot Gasser zum Militärkommandanten des Burgenlandes zu machen, gerade in dieser Situation der Herausforderungen, weil er nicht nur dem Burgenland verbunden ist, weil er dem Militärkommando verbunden ist, sondern weil er auch, wie er es in seiner Ansprache gesagt hat, als Mensch den Menschen verbunden ist. Ich darf euch beiden alles Gute wünschen, darf dem österreichischen Bundesheer, allen Mitarbeitern alles Gute wünschen. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich. Thank you.
Ernennung an einen Bundesminister. Das Ganze. Rösch! Hopp! Herr Bundesminister, ich melde die Beendigung der feierlichen Kommandoübergabe und bitte um weitere Befehle. Danke. Jawohl, abrufen lassen. Das Ganze. Hopp! Hopp! Ehrenkuppen. Schon! Das! Ein Fuß! Das Ganze. Parade! Gut! Kommandantinformation übernehmen. Ich ziehe Ihnen das Spiel abrücken. Jawohl, übernehmen abrücken. Ehre-Kompanie, mit Musik, im Schritt, Marsch!